Kevin Spacey unter Beschuss, scharfe Kritik für sein Coming-out. Oscar-Preisträger Kevin Spacey, 58, bekommt nach seinem Coming-out einen heftigen Gegenwind zu spüren. Über Twitter hatte er sich nach den Belästigungsvorwürfen von Schauspieler Anthony Rapp, 46, aber Audi Fulmint, entschuldigt und dieses Statement als Anlass genommen, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen. Den Umgang mit den Vorwürfen verurteilen viele seiner Kollegen aus dem Showbusiness nun aufs Schärfste. Die deutlichsten und beunruhigsten Worte findet wohl Schauspielerin Rosie O'Donnell. Du erinnerst dich nicht an den Vorfall vor 30 Jahren? Fragt sie den Hollywood-Star vorwurfsvoll, der laut seines Twitter-Statements unter einer Erinnerungslücke leiden will. Heftig, Kevin! Wütet Rosie weiter. Wie über Harvey Weinstein, wissen wir auch alle von dir. Ich hoffe, mehr Männer werden sich melden. Eine klare Ansage, die andeutet, dass Anthony Rapp nicht das einzige Opfer von Spacey ist. Kirby Eichner, 39, spottet, Kevin Spacey hat gerade etwas erfunden, was es zuvor nie gegeben hat, einen schlechten Zeitpunkt für ein Coming-out. Einige Tweets später legte Eichner sogar nach und nannte Spaceys Statement wirklich widerlich, unverantwortlich und gefährlich. Weitere Kollegen kritisieren die Verknüpfung seiner Sexualität mit dem Vorwurf der Belästigung eines Minderjährigen. Autorin und Aktivistin Asle Maria Preston äußerte ebenfalls via Twitter ihr Unverständnis und forderte: Bleibt beim Thema. Ähnlich sieht es Comedian Gulbranum, 41, der ironisch anmerkte, der eleganteste Weg, um sich zur Homosexualität zu bekennen, ist ein PR-Nebel, um die Leute davon abzulenken, dass du versucht hast, ein Kind zu missbrauchen, twitterte der 41-Jährige. Auch Schauspielerin Amy Carr, 29, American Horror Story, schlug mit einem Tweet in eine ähnliche Kerbe, Kevin Spaceys Übergriff auf einen Minderjährigen hat nichts mit Homosexualität zu tun. Irgendjemand sollte Kevin Spacey das erklären, schrieb sie. Schauspielerin Rose McGowan, 44, die als eine der ersten öffentlich von sexuellen Übergriffen des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, 65, berichtete, richtete sich an die Medien und forderte, dass man die Aufmerksamkeit nicht auf Spaceys Coming-out richten sollte, sondern auf Anthony Rapp, sei die Stimme des Opfers, schrieb sie auf Twitter. Anthony Rapp erzählte in einem Interview mit dem amerikanischen Medienunternehmen BuzzFeed News, dass er 1986 im Alter von 14 Jahren eine Hausparty des damals 26-jährigen Spacey besucht habe. Angeblich soll Spacey Rapp auf sein Bett gelegt haben und auf ihn geklettert sein. Bevor sich der offenbar betrunkene Spacey weiter nähern konnte, habe Rapp das Zimmer verlassen. Spacey beteuerte in seinem Twitter-Statement, sich nicht mehr an den Vorfall erinnern zu können. Er sei entsetzt davon zu hören und gleichzeitig entschuldigte er sich bei Rapp, das wäre ein zutiefst unangemessenes Verhalten eines Betrunkenen gewesen, und es tut mir leid, dass er diese Gefühle hatte, die er seither mit sich herumgetragen hat.